Hallo, in diesem Video will ich zeigen, wie man Zahlen in einen B-Baum einfügt und aus ihm löscht. Da es vermutlich mehrere Implementierungen zum B-Baum gibt oder mehrere Algorithmen, wie man wann vorgeht, will ich darauf hinweisen, dass das, worauf ich mich beziehe, alles basierend auf dem Kurs Datenstrukturen 1 aus dem Jahr 2015 von der Fernuniversität Hagen ist. So, die Aufgabe lautet, wir sollen in diesen B-Baum, den wir haben, von der Ordnung 1 diese Zahlen hier oben einfügen. Vielleicht eine kurze Hinweis zur Notation. Wenn man in irgendwelche coolen Skripte guckt, dann sieht es zum Beispiel bei der 11 so aus. Da ist dann so ein cooler Kringel da drum mit links und rechts so ein bisschen Platz und dann geht der da runter und der da runter und so. Ich kürze das alles ab, so dass es sehr spärlich aussieht. Ich hoffe, man erkennt trotzdem, was gemeint ist. So, das erste, was wir machen, ist, wir fügen die 10 ein. Das heißt, die kommt dann hier dran. Und wir sehen schon direkt Ordnung 1, maximal 2 Elemente. Das hier gibt einen Overflow. Was passiert also? Die 9 an der Stelle wandert einfach nach oben und diese zwei Teile hier unten werden in zwei verschiedene getrennt. So, aber das brauchen wir dann nicht. Machen wir erstmal das hier weg. So, und wir brauchen ein bisschen Platz. Dann verschiebe ich das mal nach hier. Das ist da drüben auch ein bisschen verschoben. So, die 9 ist nach oben gerutscht. Das sind also zwei einzelne. Und jetzt gibt es hier eine Verbindung und hier eine Verbindung. Und alles wieder im grünen Bereich. So, als nächstes tun wir die 26 einfügen. Wir tun ja. Die müssen wir hier dazwischen quetschen. Dann machen wir kurz die 31 weg. So, und auch hier sehen wir wieder, wir haben einen Overflow hier drin, weil es 3 sind. Also wir teilen wieder durch 2 und ziehen die 26 nach oben. So, und was wir jetzt sehen, leider haben wir hier auch wieder einen Overflow. Dann müssen wir also wieder in zwei Hälften teilen, so, und das mittlere Element nach oben ziehen. So, jetzt machen wir nochmal alles weg hier. So, jetzt müssen wir das nach unten schieben. So, jetzt ziehen wir die 11 nach oben und das sind jetzt zwei einzelne Dinge und die sind jetzt links und rechts verbunden. Also sieht ein bisschen aus wie ein binärer Baum. So, jetzt fügen wir die 28 ein. Die ist größer als die 26, kommt also hier vor die 31. Die können wir hier noch reinquetschen. So, alles gut, Baum, alles gut erhalten. Jetzt können wir die 30 einfügen. Die ist zwischen der 28 und der 31. Dazu die 31 nach rechts verschoben und dann kommt hier die 30 rein. Und wir sehen wieder ganz schön, hier ist wieder ein Overflow. Die 30 als mittleres Teil muss wieder nach oben geschoben werden. So, da ist sie oben. Dann sind diese zwei einzeln, der mittlere Strich ist weg. Und wir haben hier eine direkte Verbindung zu 28 und hier eine rüber. Um das ein bisschen übersichtlicher zu machen, verschieben wir mal die 21 noch hier rüber. So, und da haben wir wieder einen schönen, balancierten, einigermaßen schönen B-Baum. So, jetzt machen wir die letzte 24. 11, landet also hier. So, und dann sind ja auch schon alle Zahlen durch. Was man hier ganz gut sehen kann, egal welche Ordnung es ist immer super straightforward. Man fügt immer an den Blättern ein und da wird es dann immer einen Overflow geben. Können einfach mal hier kommt dann irgendwas rein und dann kommt hier nochmal irgendwas rein. Und dann gibt es einen Overflow und das ist immer das mittlere Element, was nach oben rutscht. Und dadurch, dass immer, also auch wenn man jetzt eine größere Ordnung hat, dadurch, dass immer unten irgendwelche Overflows passieren, rutschen dann Stück für Stück immer welche nach. Also sagen wir, hier kommt noch irgendwas rein und hier kommt noch irgendwas rein. So, und dann rutscht das nämlich hier hoch. Und dann gibt es hier nämlich einen Overflow und dann rutscht die 30 nach oben. Und schwupps, haben wir hier zwei an diesen schön ausgefüllt. Und hier sind es jeweils wieder eins. Und dadurch, dass dann hier unten wieder irgendwelche Overflows passieren, wird es immer so nach oben nachgerückt. Also das Einfügen in den B-Baum ist relativ einfach, wie gesagt. Einfach in zwei Teile teilen, das mittlere nach oben und durch. So, jetzt löschen wir. Können hier oben auch nochmal so einen Strich machen. Wir haben wieder einen B-Baum der Ordnung 1 gegeben und wir wollen jetzt die 13, 40, 76, 67, Entschuldigung, und die 30 löschen. Ich habe den B-Baum mal aufgezeichnet. 41, 21, 13, 31, 40, 60, 7, 50, 1, 70, 8, 80, 9. So, löschen ist ein bisschen schwieriger, aber auch nicht so schwer. Wir machen das einfach Step für Step. Wir löschen jetzt erstmal hier die 13 oder Schritt für Schritt, um in Deutsch zu bleiben. So, wenn wir die 13 hier unten weglöschen, dann stellen wir fest, hier ist ja eindeutig ein Underflow. Das erste, was wir versuchen, ist eine sogenannte Balance-Operation. Das heißt, wir versuchen eigentlich von links oder rechts irgendwas zu nehmen, was wir hier reinfügen können. Geht aber nicht. Entschuldigung, ich Vollpfosten. Geht doch, natürlich. Wir können einfach die 21 hier runterschieben. Und die 31 da oben hin. So, die 21 runter und die 31 hoch. Dann können wir das wieder wegmachen hier und das auch weg. Und die 40 verschieben wir. So, alles wieder ausbalanciert. Als nächstes löschen wir die 40. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir machen die also weg. Und wir haben wieder einen Underflow. Wir versuchen uns wieder von links was zu holen. Rechts gibt es nichts. Links reicht nicht aus. Was machen wir? Wir müssen also mergen. Wenn wir einen Underflow haben und kein Balance durchführen können, dann machen wir genau das Gegenteil von dem Overflow. Wir holen uns das mittlere. Also das, wo jetzt hier das links daneben ist. Davon nehmen wir uns quasi das mittlere, ziehen das nach unten und führen dann diese, wow, wir könnten sagen, diese Dinger hier alle zusammen. Konkret heißt das in unserem Fall, mach das mal wieder weg hier, eigentlich auch sehr straightforward, vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt erklärt. So, das sieht einfach so aus. Die 31 kommt hier runter,
Die wird da oben gelöscht. Und ich mache mir dann gerne so einen Kringel dahin. So, okay, da ist jetzt halt leer. Und das ist übrigens auch nur das Einzigste. So. Ist natürlich leer, können wir nicht so lassen. Das heißt, das nächste, was passiert ist, dass dieses ganze Gedöns einfach eins nach oben rutscht. Ups. So. Und das können wir wiederum nicht so lassen, weil ganz klar, wir haben jetzt hier unsere Ebenen, so. Und in einem B-Baum müssen alle Blätter die gleiche Länge haben. Also alle Pfade zu den Blättern die gleiche Länge. Das heißt, die rechte Seite und die linke Seite sind hier nicht ausbalanciert. Dann kann ich die wieder wegmachen hier. Dann schieben wir mal die rechte Seite eins nach oben. Dazu machen wir das einfach weg. Und ziehen das Ganze einfach hier so daneben. So, und können hier so ein Teil durchmachen. Das ist so ein bisschen der Teil, wobei ich meinte, es ist straightforward, weil du einfach dann, wenn du die unterschiedlichen Teile hast, ziehst du einfach das untere eins nach oben. Passt. Kann natürlich sein, dass wir hier jetzt einen Overflow haben. Den müsste man dann entsprechend behandeln. Und vielleicht nochmal als Anmerkung sagen wir haben hier irgendwas. So, so. Und dann steht hier irgendwas drin und hier irgendwas drin und hier ist jetzt frei. Im Grunde genau dieselbe Situation wie eben. Sagen wir haben diese Position hier gelöscht. Und ich kann sowohl links als auch rechts kein Balance durchführen. Wir hätten hier quasi zwei Zahlen drin. So. Dann kann ich jetzt, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich führe diese Teile hier zusammen, sozusagen. Oder ich kann sagen, ich führe den Teil hier zusammen. Das ist auch sehr algorithmenabhängig. Bei uns ist es meistens beschrieben als, in dem Fall soll dann bitte der linke Knoten genommen werden. Also das noch beachten, dass man da auch drauf achten muss. Es ist nicht immer so, dass man den linken nimmt, sondern das hängt auch davon ab, was euer Lehrer, Dozent, wie auch immer will. Jedenfalls wieder zurück hier. Wir haben jetzt wieder einen schönen balancierten Baum. Den schieben wir ein bisschen nach unten. Jetzt wollen wir die 60-7 löschen. Ich mache erstmal hier so ein. Hier, da. Das ist doch cool. Die können wir aber nicht löschen, weil sie ist nicht in einem Ast. Entschuldigung, sie ist in einem Ast. Sie ist nicht in einem Blatt drin. Und wir können nur Sachen löschen, die in einem Blatt drin sind. Was machen wir? Deswegen ist der Zeiger links hier so ein bisschen auf der 78. 78. Weil wir nehmen uns das nächstgrößte Element von dem, was hier steht. Und tauschen die zwei einfach aus. So, für diese kurze Zeit ist es natürlich jetzt ein bisschen unbalanciert. Aber die löschen wir jetzt direkt. So. Und damit sind wir schön fein raus. So. Gut, die 30 sollte eigentlich eine 31 sein. Aber das ist ja auch kein Problem. Im Grunde können wir die 31 auch einfach löschen. Es ist ja nichts unbalanciert. Alles ist gut. Zu Testzwecken können wir einfach mal die 51 noch löschen hier. Die löschen wir mal raus. Dann haben wir hier einen Underflow, das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Zeug hier mergen. Das heißt, wir machen mal hier so ein bisschen Chaos weg. Wir machen also die 21, ich schreibe es nochmal neu hier hin, und die 41 kommen zusammen hier runter. Können wir das nämlich weglöschen hier. Und dann ist hier dieser Pfeil so. Als nächstes können wir ja testweise mal die 78 löschen. Das geht natürlich wieder nicht einfach so, wir müssen die erst mit der 98 tauschen. So, und wenn wir sie getauscht haben, dann können wir die löschen, den Pfad auch. Stellen aber hier dann natürlich fest, okay, wir haben jetzt hier einen Underflow, den können wir so nicht stehen lassen. Wir können aber eine Balance-Operation ausführen, indem wir einfach alles einmal der Reihe rum nach rechts schieben. Also wie vorher einfach die 98 nach da und die 41 nach da. Meinte natürlich die 89. So, und so geht das einfach immer weiter. Wie gesagt, ist gar nicht so schwer, sieht immer nur so schwer aus. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ja, das war's.